Herzlich willkommen zu einer eigentlich ungewöhnlichen Stunde, nämlich am Nachmittag, zu einer ungewöhnlichen, aber sehr interessanten und spannenden Reihe hier im Studio live, nämlich 4 Teile, heute der erste Teil zum Thema KI-Power für EPU. Wir werden heute viel natürlich aus der Theorie hören, aber auch viel in die Praxis hineingehen, also direkt mal schauen, was wir zum Thema KI gleich mal schon selbst ausprobieren können. Dazu haben wir uns wieder eine Stunde Zeit genommen. Es gibt natürlich Live-Webinar die Möglichkeit, Fragen zu uns direkt ins Studio zu stellen und wir werden so viel wie möglich, wir versprechen es, gleich direkt beantworten. Und dazu brauche ich natürlich einen Experten und den kennt ihr, den kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Wir hatten letztes Jahr schon das Vergnügen, zum Thema KI ein Live-Webinar zu machen. Herzlich willkommen, lieber Gerald Stockinger, sage ich jetzt mal, wirklich den kompletten Namen. Schön, dass du wieder da bist, Gerhard. Vielen Dank. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Danke für euer reges Interesse an einem sehr spannenden Thema, denke ich. Absolut. Nämlich, ich habe schon gesagt, wir haben jetzt 4 Teile daraus gemacht, weil es einfach wirklich so umfangreich ist. Und wir haben ja letztes Jahr ziemlich genau zu der gleichen Zeit haben wir schon einmal begonnen, über KI zu sprechen. Und du hast uns schon mal ein bisschen eingeführt. Was ist denn da so passiert in dem letzten Jahr? Ja, doch, es tut sich einiges. Die Performance steigt der Geräte, es gibt immer mehr Möglichkeiten, man kann immer mehr an die KI auslagern. Darum auch super, dass wir jetzt 4 Teile zur Verfügung haben, um wirklich einzelne Dinge herzuzeigen, die ihr im täglichen Alltag gut nutzen könnt. Mhm, wunderbar. Also ich habe es auch schon gesagt, wir werden wirklich die Praxis auch extrem stark mit einbeziehen, weil dann macht es einfach mehr Spaß, das gleich mal auszuprobieren. Lieber Gerhard, bevor wir beginnen, noch, das müssen wir schon ein bisschen noch rausholen. Du hast mit 14 Jahren deine eigene Software, dein eigenes Programm geschrieben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ja, mit 14, das war 1986, da hat es doch noch gar nicht gescheit Computer gegeben, oder? Wie hast du das angestellt und wie bist du auf das gekommen? Ja, das war Sharp PC1403, also ich habe HTL für Bautechnik Hochbau gemacht. Damals ohne Internet hat man nur aus Büchern Programmiersprachen gelernt. Das waren die Dinge, die man aufschlagt und seitenweise durchblättert. Und ja, was haben wir gehabt? Wir haben natürlich Statiktests gehabt und diesen Statiktest hat man sich behelfen können mit Programmen. Und da haben wir mit einem Sharp PC1403 einzelne Programme geschrieben, die uns dann die Tests und die Übungen ein wenig leichter gemacht haben. Okay. Jetzt mittlerweile gibt es viel, viel mehr, das wissen wir, also die Entwicklung ist rasant. Und allein wenn wir jetzt schon das letzte Jahr uns einfach anschauen, was sich da im Bereich auch GPT getan hat. Ich habe vorher im Gespräch auch schon von dir gehört, manche werfen sogar schon das Handtuch ein wenig, weil es so komplex geworden ist. Oh ja, also es ist natürlich so, es spricht die ganze Welt davon. Jeder benutzt, jeder tut so, als ob er es benutzt. Aber es ist trotzdem so, dass ganz viele Menschen die Flinte ins Korn werfen und sie denken, das ist mal alles viel zu kompliziert und das funktioniert eigentlich alles nicht. Und genau darum wollen wir in dieser Serie auf diese Fragen dann eingehen und zeigen, was wirklich gut funktioniert und was man super verwenden kann. Mhm, wunderbar. Und gerade für Ein-Personen-Unternehmen eine extreme Zeitersparnis, Erleichterung im ganzen Daily Business. Also deshalb schön, dass du da bist und uns da wirklich wertvolle Tipps heute geben wirst. Gut. Ja, wir starten mit einer kurzen Fragerunde. Genau. Und zwar wollen wir einfach jetzt mal von Ihnen, von euch wissen, wie nutzt ihr denn KI? Wir haben da mehrere Antwortmöglichkeiten, damit wir auch ein bisschen so ein Gefühl im Studio bekommen. ChatGPT schon mal ausprobiert, in der Firma, private Nutzung. Bin ich ein weiblicher oder ein männlicher GPT-Nutzer, also oder Nutzerin? Da bitte gerne mal eintragen, was für euch zutrifft, damit wir auch ein bisschen ein Gefühl haben. Deine Erfahrung, Gerhard, ist welche? Mehr männliche, habe ich, glaube ich, gehört. Gell? Absolut, mehr männliche. Das stimmt, die Schere geht intensiv auseinander in dem Bereich. Da gibt es so die Theorie, dass wir Männer jede Technik sofort nutzen und aufgreifen und jedes Tool, das wir verwenden können, sofort einsetzen möchten. Und bei Frauen gibt es ein wenig die Theorie, dass sie das Gefühl haben, dass sie mogeln, wenn sie sich von so einem Tool helfen lassen. Also in dem Sinne, der große Aufruf an alle Damen, die heute teilnehmen, es geht nicht um Mogeln, es ist einfach ein Tool, das alle benutzen sollen und das nicht nur uns Männern das Leben erleichtern. Wunderbar. Und ich glaube fast auch gerade EPU, also so aus der Erfahrung, sind immer sehr viele Frauen, Damen bei uns in den Webinaren. Also ich glaube, da kannst du uns ganz viel Mut auch zusprechen und uns einfach ermutigen, da hier ein bisschen Hilfe anzunehmen, ohne das Gefühl mit dem Mogeln zu haben. Wollen wir schauen, was das Ergebnis ist?
Und zwar 78% haben schon ChatGPT ausprobiert. Es nutzen auch 58% in der Firma, aber auch 56% privat. Und schau, der weibliche Anteil ist groß, 51% und 38% GPT-Nutzer, also männliche GPT-Nutzer. Gut, was heißt das für dich? Ja, finde ich super, dass sie mehr Damen an dem Thema interessieren als in der Vergangenheit. Es zeigt sich ja in den meisten Webinaren so, dass je nach Berufsgruppen unterschiedlich die Verteilung ist. Und finde ich toll, dass wir da jetzt sehr viele Damen mit aufwecken konnten. Wunderbar, dann lass uns gleich ins Thema starten. Genau. Viel gibt es zu besprechen. Wie kamst du denn eigentlich auf KI, also künstliche Intelligenz? Ja, künstliche Intelligenz hat mich eigentlich bewegt in Wien. Habe ja ein Theaterstück gesehen, wo die KI das Ganze oder 70% von dem Theaterstück geschrieben haben. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist eine Technik, die muss ich ausprobieren. Das war damals GPT 2.0, nur Englisch und dann mit Übersetzungstools. Und das war so das Erste, wo ich mir gedacht habe, das ist was, was man ausprobieren kann. War aber damals noch ziemlich nerdig, wenn man den Begriff so nennen darf. Und man hat es nicht wirklich so einfach im Alltag nutzen können. Aber spätestens dann im April 2022 war es so, dass man mit Neuroflash einen deutschen Layer nutzen konnten. Und dann ist eigentlich losgegangen, dass man wirklich Texte in Deutsch mit KI erzeugen konnte. Und das war dann absolut der Durchbruch, sich das Leben damit leichter zu machen. Und gerade wir Ein-Personen-Unternehmen, ich selbst bin ja Ein-Personen-Unternehmen, haben wir das Thema, dass wir nicht nur einen Hut aufhaben, wir müssen zig verschiedene Dinge machen und nicht in jedem sind wir gut. Wir sind keine Universalgenies, wir sind in einem Bereich gut, das vermarkt man super und in alle anderen Bereiche braucht man Hilfe, die kann man teuer bezahlen oder mit GPT relativ günstig zukaufen, unter Anführungszeichen. Mhm. Und man sieht da jetzt gerade auf dem Hintergrundbild, das ist eigentlich mein Lieblingstool. Also ich benutze ChatGPT in der meisten Zeit mobil unterwegs. Sprich, wenn ich einen Kundentermin gehabt habe, setze ich mich ins Auto, aktiviere die Bluetooth-Freisprechanrichtung, starte eine GPT-Konversation und diskutiere dann mit GPT auf dem Weg nach Hause den Kundentermin. Was GPT nicht korrekt versteht, fragt es nach. Und so habe ich einen perfekten Assistenten, mit dem ich das rekapitulieren kann, was ich gemacht habe, der eventuell auch nachfragt, wenn ich gewisse Dinge nicht erklärt habe. Und habe so dann eine perfekte Mitschrift zu Hause. Mhm. Also das kann man einfach über die Handy-Funktion, über das Web ganz einfach nutzen. Genau. Mhm. Ist ein guter Tipp. Ja, der erste. Der erste Runde. Tipp, genau. Wir werden, um auch der Verständlichkeit halber, ein bisschen natürlich auch in die Geschichte jetzt noch eintauchen, damit wir mal verstehen, genau, wie das Ganze funktioniert. Wir haben ja letztes Jahr das Gefühl gehabt, das war irgendwann im Frühjahr, März oder so, Mai, wenn ich das so richtig, ist das so, dass ChatGPT über Nacht auf einmal da war. Genau. Man spricht so, künstliche Intelligenz ist mit ChatGPT gekommen. Das war dann November 2022. Am Anfang war das natürlich sehr stark, genau, in Amerika und bei uns ist dann ein bisschen später rübergeschwappt. Aber KI gibt es schon sehr viel länger. Also mittlerweile schon 80 Jahre. Begonnen hat es 1943 mit dem ersten neuronalen Modell. Die ersten Computer hat es dann 50 gegeben. Und ich sage das, was man sich vielleicht noch erinnern können, 97 hat Deep Blue den amtierenden Schachweltmeister geschlagen. Dann kann man sich vielleicht noch an Google, die Spracherkennung erinnern, die 2008 nur ein bisschen holprig war, das war noch nicht ganz so ideal. Dann hat es diese Katzenvideos von Google gegeben, wo man aufgrund von einem Video erkennt, ist das eine Katze oder ist das keine Katze. Und dann war noch ein wenig das Thema AlphaGo, das hat man auch noch nicht geglaubt, dass das so schnell passieren wird. Aber eigentlich der Punkt war dann innerhalb diesem Auslaufen der zweiten KI-Welle, ChatGPT, weil das in Wahrheit die erste Technologie ist, die wir sofort einsetzen können. Wir müssen nicht wochenlang damit was trainieren, programmieren, wir müssen kein kompliziertes Menü kennenlernen, sondern wir benutzen es so, wie wir mit einem guten Freund sprechen. Mhm. Jetzt gibt es ja auch Studien dazu natürlich, warum GPT so sinnvoll auch ist für die Arbeit. Hast du da uns auch ein paar Zahlen mitgebracht, dass wir einfach nur mal ein Gefühl haben, was uns das als Ein-Personen-Unternehmen auch an Zeit zum Beispiel erspart? Ja, es gibt auch Studien dazu. Eine der bekanntesten Studien ist die von der Harvard Business School mit Boston Consulting Group. Und die Boston Consulting Group ist Mitbewerb von mir, Unternehmensberaterfirma. Und da durften 350 Mitarbeiter KI verwenden, 350 durften ChatGPT nicht verwenden. Und natürlich, wenn ich ein Tool habe, dann
bin ich besser. Also wenn ich einen besseren Hammer habe, mit dem ich den Nagel in die Wand schlagen kann, dann schaffe ich 12% mehr Aufgaben, bin 25% schneller und probiere um 40% bessere Ergebnisse. Jetzt ist das trotzdem ein bisschen getürkte Studie, weil die einen durften nicht, die anderen mussten. Das ist einfach nicht ganz die reale Welt. Aber zwischen den Zeilen kann man bei der Studie sehr gute oder sehr interessante Dinge rauslesen. Das eine ist einmal die Anpassung des Niveaus. Mitarbeiter, die ein wenig weniger gut sind in einem bestimmten Thema, profitieren stärker in diesem Thema. Und andere, die in einem Thema besser sind, profitieren eine Spur weniger. Das heißt, das Qualitätsniveau hebt sich generell. Und die große Gefahr, die wir haben, das Thema Halluzinationen, wenn ich die KI in einem Bereich benutze, in dem sie sich nicht auskennt oder zu wenig Kontext hat, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den werden wir in dieser Webinar-Serie sehr oft wieder haben, dann wird sie uns einen hanebüchenden Unsinn erzählen. Das heißt, da muss man einfach aufpassen, weil dieser Unsinn klingt wie eine wissenschaftliche Abhandlung und sie klingt perfekt und man kommt schnell in die Bredouille, dass man alles glaubt, was ein ChatGPT sagt, aber man muss wirklich alles hinterfragen. Und wichtig ist, dass ihr immer in eurem Domänenwissen ChatGPT verwendet und in allen anderen Bereichen ChatGPT zusätzlich verwendet, aber idealerweise trotzdem in ganz heiklen Themen immer wieder die Profis mit dazu holen. Mhm. Also nur Maschine allein ist nicht das Gelbe vom Ei. Genau, im Gegenteil. Richtig, ja. Da kann dann ganz viel Blödsinn auch schon rauskommen. Und es geht ja auch darum, da sind wir jetzt schon beim nächsten Punkt, wie das überhaupt funktioniert mit der Generierung von dem, was ChatGPT ausspuckt, das dann nämlich auch gefüttert wird mit dem Wissen, was wir reingeben. Wenn das Blödsinn ist, dann wird das wahrscheinlich auch weiterverbreitet, oder? Genau. Das wird ein ganz spannendes Thema, das werden wir speziell in der Webinar-Serie 3 dann ganz intensiv anschauen, wie man trainiert, wie man aufpasst. Im Security-Bereich werden wir es heute noch kurz ansprechen. Mhm. Eine kleine Studie haben wir noch mit und deswegen haben wir in der Eingangsfrage gefragt, ob Sie männlicher oder weiblicher ChatGPT-User sind. Es gibt nämlich eine Studie von Writer Buddy aus dem Jahr 2023, war ungefähr November 2023. Und da ist rausgekommen, dass 70% der ChatGPT-User männlich sind. Und in meinen Vorträgen erlebe ich das auch sehr oft, dass dieser Anteil nur immer stimmt. Also da bitte nur mit dem Aufruf, GPT ist definitiv für beide Geschlechter. Mhm. Wunderbar. Lass uns in die Technik kurz noch reinblicken. Mhm. Wie funktioniert denn das überhaupt, dass mir da schöne Sätze ausgespuckt werden? Genau. Wie funktioniert GPT oder was ist GPT? Grundsätzlich ist GPT künstliche Intelligenz. Es ist salopp formuliert eine einfache Statistiksoftware. ChatGPT ist nur der Algorithmus, der aus einem Learning-Modell dann Texte erzeugen kann. Und wie macht es das? Es zerlegt unsere Sätze in einzelne Token, die Wörter in einzelne Token. Und zum Beispiel aus dem Satz, den wir sehr gut kennen, geht es mir gut, geht es meinem Unternehmen gut, werden die einzelnen Wörter umgewandelt in Zahlen. Und GPT berechnet dann aufgrund von einer mathematischen Formel, die er jetzt nicht aufschreiben kann, weil die kein Mensch weiß, wie denn dieser Satz weitergeht. Und wenn man das jetzt ein wenig im Hinterkopf behaltet, dass der Statistiksoftware das nächste Wort und den nächsten Satz und überhaupt den Ablauf dieser Sätze berechnet, dann ist uns klar, dass die KI eventuell einmal sagt, dass am Traunstein eine Gondel rauffährt und man da ganz einfach mit einem Hund und einem kleinen Kind spazieren gehen kann. Geht nicht wirklich. Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber der Berg schaut zu hoch aus dafür. Okay. Und genau, das ist so das Wichtige, dass wir schauen, wie man die Halluzination umgehen kann. Weil nichts ist schlimmer, als einen Experten zu haben, den ich frage, der sich super anhorcht, aber nur Blödsinn erzählt. Mhm. Okay, also da einfach auch immer bedenken, immer im Notfall, im Zweifelsfall immer recherchieren. Und das sind wir genau auch schon beim nächsten Punkt, nämlich der Rechte und was die Bilder zum Beispiel angeht, KI-Texte. Wie schaut es denn da aus, so mal grob? Im Moment relativ einfach. Mhm. Die KI hat keine Rechte. Das heißt, das klassische Urheberrecht, das wir kennen, gilt nicht für KI-erzeugte Texte und Fotos. Sprich, ihr dürft diese Texte und Fotos verwenden. Achtet bitte nur auf die Lizenzbestimmungen von dem Service, den sie einsetzt. Zum Beispiel der Bing Image Creator von der Microsoft war am Anfang in der kostenlosen Version nicht erlaubt für kommerzielle Nutzung. Das ist dann ungeschickt, wenn ich das als Ein-Personen-Unternehmen benutze. Umgekehrt, bei ChatGPT ist es relativ einfach. Mit ChatGPT dürft ihr die Texte ganz normal verwenden. Ihr dürft die Fotos verwenden. Ihr müsst auch nicht sagen, dass ihr diese Texte und Fotos mit ChatGPT erzeugt habt. Mit einer einzigen Ausnahme. Ihr dürft nicht lügen. Also wenn ich wer fragt, habt ihr das mit ChatGPT gemacht, dann müsst ihr die Wahrheit sagen. Ja, ist ChatGPT.
Und wenn ihr den nächsten Stephen King-Roman schreibt, mit 1000 Seiten, und den macht ihr mit ChatGPT, dann müsst ihr bekannt geben, dass ChatGPT ein Co-Autor ist. Mhm. Aber sonst kann man diese Technik ganz einfach benutzen, ohne Gefahr zu laufen. Ohne Gefahr zu laufen, theoretisch. Praktisch ist es natürlich so, dass ihr für alles, was ihr online stützt, haftet. Das heißt, Urheberrecht geht weiterhin. Und alles, was ihr online stützt, macht es genauso, wie wenn ihr eigene Texte macht oder eigene Fotos macht. Nur die Sachen online stören, die gut funktionieren und keine Probleme zu erwarten sind. Mhm. Weil, wie heißt es so schön, guter Glaube schützt vor Strafe nicht. Mhm. Wie schaut es denn da aus, wenn ich KI als Dienstnehmer benutze? Ja, gerade bei uns EPOs vielleicht heute nicht so ein spannendes Thema, aber der eine oder andere hat vielleicht trotzdem einen Mitarbeiter mit angestellt. Also grundsätzlich ist wichtig, dass das Thema klären, wie Sie es im Unternehmen haben möchten. Grundsätzlich ist es so, dass es gibt ja diesen Paragraph 1153, der bestimmt, dass ein Mitarbeiter die Dienstleistung selbst erbringen muss und nicht auslagern darf. Und da sagt man aber ganz konkret, dass ChatGPT ein technisches Hilfsmittel, so wie Word oder Excel ist, und nicht als Dritter gilt. Sprich, wenn Sie in Ihrer Firma das ChatGPT oder GPDs nicht verbieten, dann darf jeder Mitarbeiter GPD verwenden. Und der sichere Weg ist, ein Webinar wie dieses zu besuchen und zu wissen, was gut funktioniert und auf welche Gefahren man achten muss und nicht einfach zügelfreien Lauf lassen, unter Anführungszeichen. Wunderbar. Dankeschön mal für diese doch wichtige Einführung, dass wir einfach mal wissen, auf was wir aufpassen und was geht. Aber jetzt, was uns natürlich spannend interessiert, was kann denn überhaupt so eine generative KI? Also welche Möglichkeiten habe ich denn da? Okay, wir haben schon gesagt, Texte können wir irgendwie schreiben lassen oder uns irgendwie auch ein bisschen unterhalten, Informationen einholen. Aber was kann es denn wirklich so? Ich habe erst vor ein paar Tagen ein interessantes Video gesehen vom OpenAI Marketingleiter. Und der hat eine total interessante Folie mit drinnen gehabt, wo er draufstehen gehabt hat, übersetzt. Kann ich das mit KI auch? Und die Antwort darauf ist, probier es aus. Und das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt. Also aus meiner Sicht gibt es fast keine Tätigkeit, die ich nicht mit einer generativen KI machen könnte. Manche Dinge funktionieren besser, manche funktionieren schlechter. Aber alles, was man einem Mensch erklären kann, kann ich auch einer generativen KI erklären und somit mir die Arbeit da um einiges erleichtern. Weil in unserem Alltag gibt es Dinge, die machen wir gerne. Das soll immer bleiben, die machen wir bitte selber. Und es gibt Dinge, die machen wir einfach nicht gerne. Und dort ist es einfach besser, auf generative KI zu setzen. Mhm. Ein paar klassische Beispiele, Schreib- und Sprachhilfe nutzen wir alle schon. Also man kann mit GPT super übersetzen lassen, man kann sie tolle Texte generieren lassen, Überschriften generieren lassen, Blogartikel, Newsartikel, Social Media. Also da ist GPT ein sehr geniales Tool. Mhm. Aufbereitung, Zusammenfassungen. Genau, da geht es jetzt einfach darum, weil ich schon mal probiert habe, ein OGH-Urteil zu lesen, da ist man als Nicht-Jurist ein wenig beschäftigt. Da hilft Ihnen ein GPT extrem gut. Sie sagen, ich bin Landwirt, erklär mir bitte das OGH-Urteil, auf was muss ich achten, welche Themen sind wichtig und worum geht es dabei. Oder wer schon mal ein längeres E-Mail von einem Kunden bekommen hat und sich gedacht hat, was will der Kunde von mir? Da muss man das Mail von Anfang bis zum Schluss durchlesen und fängt dann wieder beim Anfang ab, weil man nicht mehr sicher ist, ob man irgendwas übersehen hat. Da ist auch GPT ein super Co. Und kann das da zum Beispiel, weil du sagst, manchmal spuckt der einen Blödsinn aus, ist es gerade bei OGH-Urteilen und so, wie schaut denn das aus? Wie verlässlich ist denn das dann schlussendlich? Es ist nicht so verlässlich, dass ich meinen Kopf drauf verwetten würde, aber es ist so verlässlich, dass ich eine erste Idee habe. Mhm. Grundsätzlich ist es so, je enger der Kontext ist, in den ich GPT gerade bringe, umso eher wird es nicht halluzinieren. Wenn ich GPT das OGH-Urteil als Text gebe, und das kann man also schön von der Webseite runterladen, dann konkret Fragen zu dem Text stelle, dann ist die Halluzination beim aktuellen GPT-4 oder GPT-O sehr gering. Also da gibt es kaum Halluzinationen. Und wenn ich aber einfach nur sage, wie ist denn das letzte OGH-Urteil zum Thema XY gewesen und lasse GPT selber überlegen, wie das sein könnte, dann ist die Gefahr der Halluzination wieder hoch. Okay. Das ist genau der Punkt. Also das ist der Unterschied. Da ist es einfach hilfreich, wirklich die Informationen zu nennen, um die es mir geht. Da muss ich vielleicht ein bisschen selber mehr arbeiten, dass ich die Informationen bereitstelle, aber die Antwort ist qualitativ höherwertiger. Also auch da aufpassen. Was kann KI noch?
unterstützen beim Sammeln von Ideen. ChatGPT oder die Firma OpenAI hat erst kürzlich SearchGPT gestartet, aktuell noch in einer kleinen Beta-Version. Also ich habe leider auch noch keinen Zugang. Ich habe es einmal kurz sehen dürfen oder ausprobieren dürfen, aber selbst kann ich es noch nicht verwenden. Da geht es dann darum, dass die Technologie im Internet recherchiert und ihnen Dinge findet. Machen andere Tools wie Perplexity mittlerweile schon sehr gut. Und damit kann ich dann konkrete Fragen stellen. Und im Vergleich zu Google, bei Google stellen wir ja auch mittlerweile konkrete Fragen und kriegen dann eine Auswahl mit 1000 Ergebnissen und dann klickt man jeden einzelnen an und liest sie dann durch. Und bei Perplexity oder ChatGPT kriege ich automatisch gleich eine Analyse, er liest sie die Texte durch und liefert meine Antwort auf das, was ich jetzt haben möchte. Mhm. Und toll. Da werden wir noch ganz viele tolle Dinge erfahren. Wunderbar. Ja, und nicht zuletzt, wir haben schon ein wenig gesprochen, Erstellen von Bildern und Videos. Gerade die Bilderstellung, wer sich an den lieben Papst, den Prada-Jackerl erinnern kann, ist natürlich positiv und negativ. Es ist ein gefährliches Thema. Allerdings haben wir das Thema mit Fake News seit den sozialen Medien breitgetreten sind. Weil ich komme nur aus der Zeit, wo soziale Medien noch nicht in der Schule gegeben hat und wo man sich nur am Stammtisch zusammengesetzt hat, um Dinge zu diskutieren. Jetzt ist es so, dass jeder in seiner rot-grünen Blase ist und nur seine Nachrichten bekommt. Und wie im Facebook und Co. aufgekommen ist, sind die Videos, die da gewesen sind, hat jeder für bare Münze gehalten. Da müssen wir noch sehr viel lernen, dass wir die Dinge nicht für bare Münze halten und alles hinterfragen, was wir erzeugen. Okay. Ja, und einen wichtigen Punkt, den, glaube ich, wollen wir auch noch kurz erwähnen, genau. Programmcodes. Ganz eine coole Geschichte. Ich selber kann auch mehr als 30 Programmiersprachen. GPT kann fast alle Sprachen, die es gibt, manche mehr, manche weniger gut. Und somit kann es einerseits Code verbessern, Code korrigieren, in Codes Fehler finden, kann man aber ganz einfach schnell einen Programmcode erzeugen. Und gerade wenn ich Ein-Personen-Unternehmen haben oft so ein Thema, da braucht ihr ein kleines Programm, das müsste dieses und jenes machen, habe ich Angebote eingehört, kostet 15.000 Euro, kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten, steht nicht dafür, mache ich es weiterhändisch. Und da kann euch GPT super helfen. Anthropic hat da zum Beispiel eine sehr coole Geschichte mit dem Projekt. Da kann ich einfach in natürlicher Sprache beschreiben, was soll mein Programm machen. Und am Schluss habe ich dann das fertige Project, das ich dann sofort online auf der Webseite nutzen kann und muss mit ganz wenig Know-how kann ich das Ding sofort online aktivieren. Wunderbar. Mhm. Wow, also ganz, ganz viele tolle Dinge. Und damit würde ich sagen, wir schreiten jetzt schon wirklich auch in die Praxis rüber. Mhm. Davor wollen wir aber noch wissen, ich sage das Zauberwort Prompting. Oder Prompt. Genau. Wir wollen jetzt einmal von euch, von Ihnen wissen, nutzt ihr in GPT Prompting? Da gibt es eine Antwortmöglichkeit. Ich weiß nicht, was Prompting ist. Kann natürlich auch sein. Nein, ich habe keine Erfahrungen damit. Ja, ich habe ein wenig Erfahrung. Ja, ich nutze regelmäßig Prompting-Tricks. Und das werden wir jetzt dann auch ins Detail schon einmal ein bisschen auch uns im Detail anschauen, weil da gibt es nämlich wirklich Tricks, Gerhard, die da ganz hilfreich sein können. Warum? Es ist so, dass die KI uns sehr gut versteht oder GPT versteht uns sehr gut. Es kann Analogien verstehen, das heißt, es versteht zum Beispiel Dinge zu erklären mit Worten, die man eigentlich gar nicht so leicht erklären kann, wie zum Beispiel, wie riechen Veilchen. Kann man mit Text gar nicht so einfach erklären. GPT schafft es aber, kann einerseits diese Analogien lesen und andererseits auch selbst erzeugen. Umgekehrt heißt es auch, dass ich GPT alles fragen kann, wie ich möchte. Und dann ist so, dann bekomme ich eine Antwort. Und wenn ich mit bestimmten Prompting-Tricks arbeite, dann kann ich das Niveau der Antwort erhöhen. Hängt aber ganz stark von den einzelnen Modellen ab. Also das ist was, was im Moment so stark im Wandel ist. Bis GPT-4o war es so, dass mit jedem neuen ChatGPT man einfach das neue Modell nutzen konnte und es einfach immer besser und effizienter wurde. Mhm. Seit den neuen Modellen O ist es so, dass die Technik, mit denen sie benutzt, ein bisschen anders sein sollte, um wirklich das Perfekte rauszuholen. Mhm. Ja. Schauen wir mal die Antworten an, die da gekommen sind. Okay, schau, 45% wissen nicht einmal, was Prompting ist. Dann doch 25%, ja, ich habe ein wenig Erfahrung, keine Erfahrung, haben 20% und 10% unserer Zuseherinnen und Zuseher nutzen Prompting-Tricks. Das heißt, wir sind hier perfekt heute. Absolut, oder? Wunderbar, vielen Dank. Dann lass uns gleich damit beginnen, wenn viele schon nicht wissen, was Prompting eigentlich ist und heißt, was ist denn das? Genau.
Ich erkläre es am einfachsten mit einem Bild. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Hattest du in Aldos Pizzeria einen Tisch bestellt? Naja, und der Tisch ist nach Hause geliefert worden. Das heißt, der Mann hat den Prompt ein wenig falsch genannt und die Pizzeria hat das falsch verstanden und ja. Hat den Tisch geliefert. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, warum die beiden noch da sind, wenn sie eigentlich einen Tisch um die Uhrzeit im Lokal bestellt haben. Aber gut, das ist jetzt zwischen den Zeilen lesen. Was ist der Prompt? Der Prompt ist der Befehl an die KI, etwas zu tun. Also die Anforderung oder die Anweisung. Sprich, ihr schreibt in ChatGPT rein, mach dieses, mach jenes. Und dann bekommt man das Ergebnis zurück. Und das Ergebnis kann super sein oder das Ergebnis kann schlecht sein. Leider ist es so, dass das Ergebnis, wenn es schlecht ist, nicht die andere Seite schuld ist, sondern dann bin ich selber schuld. Also es ist nicht so, wie wenn ich mich mit meinem besten Freund unterhalte, wenn ich dem einen Prompt oder eine Frage gebe und der antwortet schlecht, dann ist er schuld. Ja, in dem Fall bin es eigentlich ich. Und das ist genau der Trick, wo wir uns ein bisschen behelfen können. Und den liebsten Prompt, den ich erkläre, ist die korrekte Frage an GPT. Überlegt sich, was die richtige Frage ist. Das haben wir in den letzten Jahren ein bisschen verlernt. Wir sind so lösungsorientiert. Wir denken immer, wie kann ich das Problem lösen? Aber es ist umgekehrt wichtig, was ist denn eigentlich das Problem? Die Frage ist das erste Wichtige. Und wenn ihr die Frage nicht wisst, dann fragt GPT, was die richtige Frage für ein bestimmtes Thema sein könnte. Also ruhig den Spieß einmal umdrehen. Also man kann GPT einfach sagen, hilf mir dabei, mein Auto zu reparieren, stell die richtigen Fragen, damit man draufkommt, was bei meinem Auto kaputt ist. Mhm. Zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel schon der erste Prompt. Genau. Okay, gut. Klingt einfach. Wir gehen mit einem zweiten einfachen Prompt weiter und das ist mein absoluter Lieblingsprompt, der funktioniert immer. Also da gibt es nichts, was man mit dem nicht lösen kann. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie haben eine Assistentin und die macht für euch eine gewisse Tätigkeit. Und jetzt müsst ihr alle Instruktionen zusammensammeln, die die Person braucht, um die Tätigkeit zu machen. Ihr müsst sie nicht erklären, wie Englisch funktioniert oder wie Deutsch funktioniert, wie Mathematik funktioniert. Ihr müsst nur erklären, das sind die Informationen, die du brauchst. Das sind die PDF-Dokumente, die PowerPoint-Präsentationen. Das sind die Informationen vom Kunden, die du brauchst. Das sind die Informationen, die vielleicht gerade aktuell vom Markt her interessant sind. Und dann schreibt sie auf ein neues Blatt drauf, was sie denn mit diesen ganzen Informationen haben wollt. Und das ist dann der perfekte Prompt, um diese Tätigkeit zu erzeugen. Einfach einen anderen Menschen instruieren und ruhig davon ausgehen, dass er viel weiß, aber nicht alles. Er kann nicht in euer Hirn reinschauen. Delegieren ist in dem Fall was, was man lernen darf. Wie kann ich GPT richtig delegieren? Und ein kleiner Trick, sage ich noch, weil der ist ganz wichtig bei den Instruktionen. Wenn sich hier vorstellt, ihr bekommt von einem Kollegen eine Arbeit zugeteilt. Und er gibt euch einen Stapel mit Papier. Da steht irgendwo mittendrin eine Instruktion, irgendwo stehen Anweisungen. Dann müsst ihr das Ganze erst einmal durchlesen und kommt irgendwann drauf, was ihr denn jetzt machen sollt. Da tut man sich schwer. Wir Menschen dann uns schwer, wieso soll sie die KI da leichter tun? Und darum ist es total wichtig, diese Trennzeichen zu verwenden. Das heißt, man hat, wenn ich zum Beispiel klassische E-Mail beantworten will, gehe ins Mail rein, Steuerung A, markiere den ganzen Text, Steuerung C, kopieren, füge mir in ChatGPT ein, Steuerung V, dann tue ich mit Shift und Enter in die nächste Zeile springen, schreibe diese drei Routerzeichen und schreibe dann in der nächsten Zeile rein, was ich denn jetzt haben möchte. Bitte beantworte mir diese Mail, schreibe per Du, schreibe dazu, dass es mir leid tut, dass das und jenes schiefgegangen ist und der Kunde bekommt einen Gutschein über 20 Euro bei Amazon und erzeuge mir jetzt den Mailtext. Durch die Trennung von den Trennzeichen habe ich genau die Trennung zwischen dem Mailtext und der eigentlichen Instruktion, die wir haben wollen. Und GPT wird euch auf Anschlag die richtige Antwort liefern. Mhm. Und positiv schreiben hast du dann noch mitgebracht. Mhm. Warum ist das so wichtig? Ja, es gibt mehrere Theorien dazu. Grundsätzlich ist es auf Unis erprobt worden oder es hat da Studien dazu gegeben, dass positiv schreiben besser ist. Grundsätzlich ist es einmal gut, auch Bitte und Danke zu sagen, weil es uns selbst Menschen das ausmacht, was wir sind. Wenn wir jetzt sehr viel mit KI tätig sind und ich schreibe manchmal 80 Mal am Tag mit KI und ich würde mir da das Bitte und Danke ersparen, dann wird am Abend meine Frau wahrscheinlich nicht so glücklich sein, wenn ich etwas sage ohne Bitte und Danke. Somit ist es auch wichtig für mich selbst, dass ich in dieser positiven Denke bleibe. Und auch für die KI ist es besser. Eine KI möchte etwas kreieren. Kreieren ist positiv, das heißt, es will etwas Neues erstellen.
Und alle Texte, die mit einer positiven Einstellung erzeugt wurden, sind einfach qualitativ hochwertiger für 80% der Dinge, die wir brauchen. Und ja, somit, wir wollen positive und gute Texte und somit ist das total wichtig. Apropos positiv, gute Texte, die Folien, die haben wir natürlich auch wieder zum Download bereitgestellt. Absolut hilfreich, vor allem wenn man da einfach deine Folien ein bisschen durchschauen kann. Mhm. Gerhard, wäre es möglich, dass wir uns das gleich direkt einmal live anschauen, zum Beispiel mit deinen einfachen Prompting-Regeln, die du uns da mitgebracht hast? Wie funktioniert denn das jetzt? Also wir gehen mal davon aus, dass viele das jetzt vielleicht noch nie so richtig gut gesehen haben. Genau, wir sind da jetzt in ChatGPT, dem aus meiner Sicht einfachsten Tool, sage ich jetzt mal, und hat auch das effektivste Modell mit Mitbewerber wie Mistral oder Anthropic. Und bei ChatGPT haben wir jetzt unten diese Eingabezeile, in der können wir jetzt einfach reinschreiben, was wir gerne hätten. Und wir schreiben da jetzt zum Beispiel einfach mal rein, bitte erstell mir einen ganz simpler, einfacher Prompt. Mhm. Ich habe keinen speziellen Kontext genannt, nicht in was für einer, also ja, Tante, aber ansonsten könnte man jetzt nur mehr schreiben, ihr könnt einfach in Stichworten verschiedene Punkte dazu schreiben. Also in unserem Fall hätten wir jetzt, haben wir jetzt einen neuen Chat starten. Dann springen wir mit gedrückter Shift und Enter in die nächste Zeile, so wie wir es von Word kennen, diesen manuellen Umbruch. Wir können jetzt drei Rautezeichen einfügen. Müssen das drei sein oder können das auch mehr sein? Und man drückt nicht Enter, so wie ich jetzt. Also es müssen nicht, also es können auch mehr sein. Eine Zeit lang habe ich einfach nur bin auf der Taste drauf geblieben und habe so viel geschrieben, bis ich halt loslassen habe. Es ist nur so, jedes Zeichen braucht Energie. Und in dem Sinn sind drei die Aussage, die OpenAI nennt, das geschickt sind. Mhm. Damit ist das Minimum, was man braucht, um verschiedene Dinge voneinander zu trennen. Und trotzdem, jede Anfrage, die wir da jetzt erzeugen, braucht Strom, braucht Trinkwasser. Mhm. Also da ist es wichtig, möglichst wenig zu machen. Mhm. Und was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ich habe das abgebrochen, einfach unten auf den Stopp-Button geklickt, wie man von den alten Videorekorder kennt, falls das noch wer kennt. Weil, wenn ich drauf komme, dass das Ergebnis jetzt nicht das ist, was ich will, dann brüche ich ab. Da brauche ich nicht nur weiter Energie vergeuden, da soll ich ruhig einmal stoppen. Und dann können wir oben auf den Bleistift klicken und sind wieder in der Nachricht und können da weiter tippen. Und jetzt mit Shift-Enter springen wir in die nächste Zeile. Und jetzt schreiben wir vielleicht nur dazu, die Tante liebt Opern, richtig schreiben. Wobei, Rechtschreibung ist jetzt mit KI nicht ganz so, aber wenn wir es jetzt da verlernen, werden wir es überall anders auch verlernen. Also in dem Sinne ist es schon geschickt, dass man sich da halt. Wobei, man sieht es da, Groß-Kleinschreibung, an das halte ich mich nicht mehr so unbedingt, wenn ich mit ChatGPT schreibe. Wobei, in den Mails hält sich auch nicht mehr unbedingt jeder dran. Also das ist schon ein wenig in die Mode gekommen. Also das ist nicht so dramatisch. Genau, und so könnten wir jetzt verschiedene Dinge. Also die erste ist die Anweisung, bitte erstell mir einen Geburtstagsgruß. Und das nächste sind jetzt schon zusätzliche Informationen dazu, damit da was kommt. Opern, zum Beispiel AIDA. So. Und jetzt klicken wir auf Senden. Und jetzt wird der Geburtstagsgruß schon ein wenig konkreter sein. Mhm. Mhm. Sehr schön, jede Note und jede Geste. Damit sind wir schon persönlich genau dort. Ja. Und diesen Trick mit diesen Rautezeichen immer wieder einfach benutzen. Das heißt, oben nochmal zum Verständnis. Oben gebe ich ein, was ich haben möchte, die Geburtstagsgrüße. Und unten gebe ich unter der Raute dann die Zusatzinformationen, die er dann verwenden soll dazu. Genau. Wichtig ist, dass ich einfach verschiedene Bereiche trenne. Zum Beispiel den Mailtext, den ich beantworten will, meine Information, die ich hinzufügen will, eventuell irgendwelche Randinformationen, die die KI noch braucht, um gewisse Dinge entscheiden zu können. Das könnte auch zum Beispiel eine Webseite sein. Also dass man jetzt sagt, okay, schreib mir zu dieser Webseite eine Information, dann schreib mir zu dieser Webseite eine Information und füg einfach die Adresse der Webseite hinzu. Dann lässt sie GPT diese Webseite durch und liefert mir konkret zu dieser Seite Information. Da, ich schaue gerade auf die Uhr, es ist schon relativ fortgeschritten. Deshalb werden wir schon Fragen.
wir werden jetzt mal aufrufen zu den Fragen, also bitte wirklich eingeben, weil bevor wir jetzt dann noch Fragen beantworten, weil vielleicht erledigt sich das schon einiges, es gibt noch spezielle Prompting-Regeln, die man auf jeden Fall auch wissen sollte. Da gibt es auch eine Folie von dir dazu. Genau, da die Klassiker. Da kann man auch genau nachschauen, einfach auch ganz gut, um sich zu orientieren. Lass uns das ganz kurz durchsprechen, bitte. Ja. Es gibt diese klassischen 7 Prompting-Regeln. Und wann Sie einmal wann das Ergebnis, das Sie von GPT zurückbekommt, nicht ganz perfekt ist, dann probiert es mit diesen Prompting-Regeln. Mein erster Versuch ist immer Instruktion an den Kollegen. Wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich das. Und da geht es so, das Erste, was ich machen würde, ist die Rolle von GPT klar definieren. Was ist jetzt die Rolle von GPT? Ihr müsst euch vorstellen, GPT hat das ganze Internetwissen der Welt gelesen und ist genauso Gehirnchirurg wie Schweißer, wie Maurer, wie Elektriker. Und wenn GPT jetzt nicht genau weiß, um was geht und ich stelle eine einfache Frage, dann könnte er falsch abbiegen und antwortet als Gehirnchirurg und nicht als Schlosser, obwohl es eigentlich gerade um Schlüssel geht. Also in dieser Rolle kann ich definieren, du bist Marketingprofi mit 50 Jahren Erfahrung, kennst dich bei dir und die Dingen aus, hast die und die Studien gelesen, bist Profi in dem und dem Bereich, dann wäre es eine sehr gute Rolle und dann weiß GPT schon mal, aha, ich bin halt Marketingprofi, als der antwortet natürlich ein bisschen anders wie der Gehirnchirurg, der einen Tumor entfernen möchte. Nach dieser Rolle machen wir wieder unser Shift-Enter und machen die 3 Rautezeichen. Das nächste ist dann die spezifische Aufgabe, die wir haben möchten. Zum Beispiel beantworte mir diese Mail, erstelle mir ein Marketing-Skript, erzeuge mir eine kurze Beschreibung, wie man am iPhone ein bestimmtes Programm installieren kann oder wie ich die IP-Adresse von meinem Computer auslesen kann. Das nächste wäre dann das Ziel, das wir erreichen wollen. Wenn zum Beispiel die Aufgabe ist, ein Social-Media-Post für meine Lehrlingsveranstaltung, dann könnte das Ziel sein, ich möchte Jugendliche, Mädchen, Burschen, Eltern zu dieser Veranstaltung motivieren. Das wäre dann ein profanes Ziel. Wichtig ist der Kontext, haben wir heute schon gehabt, so wie das OGH-Urteil. Liefert es den Kontext mit? Die KI kann nicht alles wissen und schon gar nicht kann sie in euer Gehirn reinschauen. Gott sei Dank. Ja. Bin ich eigentlich sehr froh darüber, dass die KI noch nicht in mein Hirn schauen kann. Der Kontext ist total wichtig. PDF-Dokumente, PowerPoint-Präsentationen, Webseiten, alles, was ihr an Informationen habt, die hilft, diese Aufgabe gut zu erfüllen. Dann natürlich in einzelnen Schritten arbeiten. Wir selbst machen es auch so. Wenn ich eine Eingangsrechnung reinbekomme, dann prüfe ich zuerst einmal, ist die für mich? Steht mein Name drauf? Ist die richtige UID-Nummer drauf? Stimmt der Rechnungsbetrag? Stimmt er mit meiner Bestellung zusammen? In einzelnen Schritten. Und das kann man auch der KI erklären. Wenn du die Eingangsrechnung prüfst, machst du zuerst das, dann das, dann das, dann das. Der 6. Punkt, den lasse ich gern weg, weil er ist eigentlich was Negatives. Also es immer positiv bleiben, wenn ihr die Chance habt, bleibt positiv. Formuliert es eher so um, dass ihr nicht was Negatives schreibt, weil es geht uns Menschen genauso. Wenn wir einen Text schreiben, wenn wir eine Anforderung kriegen, mach dieses, dieses und dieses, aber mach nicht das, dann haben wir ein Problem. Und der letzte Punkt, Format des gewünschten Outputs bestimmen, da geht es einfach nur darum, die Länge und Ähnliches zu definieren. Also das ist immer eine gute Schrittfolge oder eine Folge, die ich einhalten soll, dann kriege ich wirklich sehr spannende, sehr tolle Ergebnisse. Es ist ein wenig ein Rezept. Oft tut man sich schwer, man steht vor dem weißen Blatt und wie frage ich jetzt dann geschickt, dann kann einem das Konstrukt ein bisschen helfen. Und ihr müsst nicht alle Punkte definieren, es können auch nur einzelne Punkte dabei schon hilfreich sein. Genau. Wunderbar, das ist schon einmal sehr hilfreich für das erste Mal, also dass, wenn man vielleicht noch ein bisschen herumexperimentieren muss. Da habe ich jetzt gerade eine Frage gesehen und das ist wahrscheinlich auch für viele, die damit vielleicht mit ChatGPT noch nichts zu tun gehabt haben. Ist das kostenlos? ChatGPT kann man kostenlos verwenden. Ich würde euch aber empfehlen, benutzt mindestens die Plus-Version oder noch besser benutzt die Team-Version. In der Plus-Version ist es so, dass ihr sehr viel Zugriff habt. Ihr könnt wirklich täglich mehrere Dinge machen, habt ihr mehr Möglichkeiten, könnt Dokumente hochladen, Dokumente verändern lassen. Also das sind $20 pro Monat, die perfekt investiert sind. So billig kriege ich keinen Assistenten als Mitarbeiter. Und dieser Assistent erklärt euch Bilanzen, er erklärt euch Steuerfragen, er hilft euch in allen Dingen. Die Team-Version ist mit $25 nur eine Spur teurer. Dort habe ich aber den Vorteil, dass ich auch personenbezogene Daten verarbeiten kann, weil ich einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit OpenAI abschließen kann. Also für Unternehmen wäre die Team-Version
die sicherste Variante. Mhm. So, dann kam eine Frage, da haben wir gerade gesprochen, wie du gesagt hast, im Auto sprichst du mit ChatGPT, Zusammenfassung von Terminen. Ich kann also auch ChatGPT mitlaufen lassen beim Kunden und dann, um eine Zusammenfassung und nächste Schritte zu generieren, vorausgesetzt der Kunde gibt es ein Einverständnis. Völlig richtig. Wobei, da haben wir jetzt nur einen kleinen Haken. ChatGPT in der aktuellen Version, die wir in der EU zur Verfügung haben, kann noch nicht dauernd mithören und mit interagieren. Dank, oder auch? Naja, ich habe die amerikanische Version schon ausprobiert und die macht richtig Spaß. Also die könnte jetzt als dritte Person am Tisch liegen, aktiv sein und während dem Gespräch einfach mitschreiben und ich kann immer wieder sagen, GPD, pass jetzt das auf, mach da eine Aufgabe. GPD schreibt das alles mit, notiert auch die ganzen Texte, die gesagt worden sind und man hat eine perfekte Mitschrift von dem Meeting, das man gehabt hat. Und da ist so dieser Advanced Mode, den könnte man im Moment mit einem US-VPN nutzen und der ist schon richtig gut. Also da ist wirklich so, dass ich einen Dialog habe mit der aktuellen Version, die wir in der EU frei verfügbar haben, ist so, dass ich Fragen stellen kann, dann fängt GPD zum Antworten an und wer GPD schon mal einen längeren Text vorlesen hat lassen, den man gerade nicht lesen wollte, drückt dann schnell aufs iPhone oder aufs Android und stoppt die Durchsage. Sie bleibt dann im Text noch immer bestehen, aber sie ist sozusagen, man muss es nicht bis zum Schluss anhören. Und in der nächsten Version können Sie einfach sagen, ah, das wollte ich jetzt gar nicht, das und das erzähl mir bitte. Werden dann diese Informationen irgendwo gespeichert und dann wird das dann wieder in die anderen Chat was dann rauskommt, wird das dann, okay, das da wird es dann. Für EPUs sehr wichtig, also ihr diskutiert ja, oder ich hoffe, ihr diskutiert in Zukunft da super coole neue Ideen und nutzt ChatGPT einfach als Brainstorming-Partner. Das ist genau das, was man mit ChatGPT perfekt machen kann. Aber dann ist wichtig, dass ihr der KI ja sagt, meine Daten bleiben bei mir. Genau. Und das ist von Service zu Service unterschiedlich, werden wir euch im nächsten Webinar sehr genau erklären. Sehr gut. Welche App ist das genau, die du da am Handy verwendet hast? Also das war das am Anfang? Genau, das ist das Original OpenAI ChatGPT. Generell von Anthropic gibt es auch welche, aber OpenAI hat da aktuell die beste Integration. Ein Input auch zum, nämlich zu Fake News. Und zwar, wie soll sichergestellt werden, dass mit KI nicht absichtlich Fake News und falscher, aber unglaubwürdiger Inhalt verbreitet wird? Denn nicht alle Nutzer werden die Warnung ernst nehmen, dass man vorsichtig sein muss. Oder vielleicht ist man bewusst, kann ja sein, manche können das ja vielleicht auch als Spaß machen. Ne? Ja, das wird natürlich passieren. Wahlen per se sind natürlich ein Thema, wo man Menschen in irgendeine Richtung lenken möchte. Wir werden generell mehr darauf achten müssen, was wir glauben. Das wird ganz schwierige Veränderungen für die Menschheit. Man sagt, die nächste Generation wird mit sozialen Medien sehr viel klarer umgehen können und die Dinge sehr viel mehr hinterfragen. Ich habe da so meine Zweifel, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ja, das Thema ist jetzt mit KI nicht schlimmer geworden, unter Anführungszeichen. Es ist halt nur so, dass nur mehr Text erzeugt werden kann. Man spricht im Moment von 80% des Internettextes, der im nächsten Jahr oder Ende nächstes Jahr wahrscheinlich KI übersetzt oder KI generiert sein wird und das ist schon eine gigantische Menge an Text, die da mit KI erzeugt wird. Da kam die Frage, was ist Anthropic? Anthropic ist ein Mitbewerb von OpenAI. Zwei Mitarbeiter oder drei Mitarbeiter von OpenAI haben sie selbstständig gemacht, ein neues Unternehmen gegründet und die setzen sich auf die Fahnen, dass sie sehr ethisch korrekt sind. Das war eigentlich einer der Gründe, warum sie von OpenAI ausgestiegen sind und die sind im Moment auf einer sehr guten Schiene unterwegs, speziell diese Projects, werden wir im nächsten Webinar auch kurz zeigen. Auch eine spannende Frage. Ich verwende ChatGPT sehr intensiv. Ich habe bemerkt, dass es in letzter Zeit immer langsamer wird, obwohl ich die Chats archiviert habe. Was kann man da machen? Muss ich alle Chats löschen oder hängt das am ganzen System? Das hängt grundsätzlich am System. Und es ist so, man muss fair also sagen, OpenAI hat, ich glaube, 100 oder 200 Millionen Zugriffe pro Woche. Das sind schon ein paar User aktiv und das hängt ein wenig von den Versionen ab. Die kostenlose Version ist die unterste. Das heißt, wenn die einen Server ausgelastet sind, dann kriegt die kostenlose Version gar nichts mehr. Dann ist es einfach sehr langsam. Die kostenpflichtige Version Plus ist dann eine Spur besser gestellt und die ChatGPT-Team ist on top nur mehr eine Spur besser gestellt. Darüber gibt es dann noch Enterprise. Das fängt aber erst bei 75 User an. Da tun wir sich als EPU-Unternehmen vielleicht noch ein bisschen schwer, aber wer weiß. Grundsätzlich so, das Archivieren bringt wenig, auch das Löschen von Chats bringt wenig.
Damit haben sie nur einfach Ordnung auf ihrem Desktop. Das Archivieren nutze ich zum Beispiel eher umgekehrt, dass ich sage, die Chats, die ich irgendwann wieder mal finden will, die archiviere ich mir, weil in der langen Liste habe ich alle Chats, die ich halt immer wieder mal brauche, aber nicht so aktuell brauche. Also der Archivbereich ist bei mir ein stark reduzierter Bereich, wo nur die einzelnen Dinge drin sind, an denen ich gerade arbeite. Und ja, umgekehrt kann ich die App-Version benutzen, um auch meine Chats zu durchsuchen. Oder die iPhone- oder Android-Version, um in den Chats nach einem alten Chat zu suchen und da was zu machen. Ja, da kam gerade die Frage, wo sehe ich die archivierte Chat oder die archivierten Chats? Wo findet man sie wieder? Genau. Kannst du das vielleicht da gleich mal direkt im Programm, also im ChatGPT zeigen? Grundsätzlich den Chatverlauf haben wir links. Wir haben oben mal die GPDs, die wir uns an den nächsten uns genau anschauen würden. Und dann haben wir unseren Geburtstagsgruß für die Tante und können da auf die drei Punkte klicken und den archivieren. Dann verschwindet er aus dieser Liste und ist jetzt im Archiv drinnen. Und das Archiv findet man dann rechts oben bei den Einstellungen. Archivierte Chats und da dann auf Verwalten. Mhm. Und da sieht man dann die archivierten Chats. Gut, und wenn ich zum Beispiel Chats löschen möchte, wie mache ich das, wenn wir da schon drinnen sind? Kam auch die Frage gerade ganz einfach. Einfach auf den Löschen-Knopf, genau. Ihr könnt auch die Chats da umbenennen. Das ist oft ganz hilfreich. Speziell die Hashtags sind da immer wieder sehr toll, dass ihr jetzt sagt, zum Beispiel Hashtag Kunde XYZ. Und wenn ich dann auf dem Mobiltelefon Hash Kunde XYZ suche, dann listet man gleich die 10, 12 Chats auf, die genau für den Ankunden sind. Oder das eine Thema. Welches System würdest du für Anfänger empfehlen? Kam auch die Frage. Ist die Frage, was will man wahrscheinlich auch, oder? Es ist ein wenig die grundsätzliche Frage, will in Europa bleiben, dann wäre ein System wie Mistral, LeChat, ein sehr gutes System. Kann ich damit leben, dass ich so wie bei Microsoft einen Vertrag mit einem Unternehmen in Irland habe, weil die europäischen Unternehmen schließen auch den OpenAI-Vertrag mit Irland ab. Ja, da geht es einfach ein wenig darum, wo fühle ich mich selbst am wohlsten. Fairerweise muss man aber sagen, OpenAI ist der Ferrari aktuell und sie fahren mit Highspeed allen anderen davon. Und das aktuelle O1-Modell, das wir nächste Woche sehen werden, das ist absolut genial. Also da sind Möglichkeiten, das haben wir bei den anderen Systemen, hinkt man da noch ein bisschen nach. Nichtsdestotrotz haben sie auch alle ihre Stärken. Es ist leider nicht so, dass es ein GPT oder eine KI gibt, die euch jedes Problem perfekt löst, sondern es gibt einen Allrounder, das ist ChatGPT, mit dem könnt ihr Fotos machen, Texte erzeugen, Excel bearbeiten, Word bearbeiten, PowerPoint-Präsentationen machen. Und dann gibt es halt andere Tools wie Anthropic, die super perfekte Projekte erzeugen, wo ihr gleich mit ein paar Klicks Reservierungsbestätigung für euch Lokal oder für euch ein Massageinstitut haben könnt oder ähnliches. Das passt wunderbar dazu. Die nächste Frage, was sagst du zu Cloud oder Claude 3.5? Es ist Anthropic. Funktioniert sehr gut. Also gerade im Programmieren nutze ich es sehr gern. Ja. Okay. Aber fairerweise muss ich sagen, dass ich sehr viel ChatGPT mache, weil ich einfach meine ganzen Chats in ChatGPT habe. Also nur, wenn ich mit ChatGPT was nicht machen kann, probiere ich in ein anderes System. Ich wechsle oft in Microsoft Copilot, weil er so perfekt in mein Microsoft 365 integriert ist und ich dort die ganzen Dokumente, die Mails, Kalender und alles habe. Und zu Anthropic oder zu Mistral gern für verschiedene andere Anwendungsfälle immer wieder ein wenig ausprobieren. Also es ist nicht so, dass man, wenn wir jetzt heute sagen, ChatGPT ist perfekt, dann kann morgen vielleicht Perplexity eine Aufgabe besser lösen als ChatGPT. Wo kann man bitte nochmal per Raute einen Chat durchsuchen oder suchen? Das kann man mit der Weboberfläche leider nicht. Das können Sie, wenn Sie in der glücklichen Lage sind, ein Mac-User zu sein, gibt es für den Mac schon die lokale App, die man installieren kann. Für Windows-User müssen wir leider noch warten. Ist eine in Planung, aber es gibt jetzt noch keine Zeit heute und wann die Windows-Version kommen wird. Sie könnten aber am Android-Telefon oder am iPad oder am iPhone, dort funktioniert in der GPT-App, also wenn Sie die App installiert haben, können suchen. Und wenn Sie den Chat dann gefunden haben, schreiben Sie einfach was rein, dann springt Ihnen der wieder ganz nach oben und Sie haben ihn dann auch im Webbrowser wieder ganz oben. Also das wäre jetzt im Moment der hemdsärmelige Umweg, um Dinge wiederzufinden. Okay.
Da kam auch die Frage, das ist wahrscheinlich auch für viele interessant, wie kann ich denn zum Beispiel PowerPoints oder PDFs in diesem Kontext hochladen? Für das gibt es unten diese schöne Büroklammer. Mhm. Entweder das Dokument einfach reinziehen, per Drag and Drop fallen lassen und dann kann man 4, 5, 10 Dokumente da reinziehen und die sind dann in diesen Kontext drinnen. Und da ist es egal, ob PDF oder PowerPoint oder Excel oder CSV-Dateien, alles Mögliche können Sie da reinziehen und nutzen. Die andere Variante ist einfach durch draufklicken und dann über Apps verbinden. Da kann man Google Drive verbinden oder Microsoft OneDrive verbinden, beziehungsweise auch den Microsoft Firmenaccount. Und dann kann man da so via Dateibrowser durchnavigieren. Sehr hilfreich, wenn man es unterwegs nutzt. Oder klassisch vom Computer hochladen mit Dateibrowser. Aber das Einfachste ist Drag and Drop. Was ist besser für ein EPU in der Unternehmensberatung im Personalbereich, Microsoft Cockpit oder ChatGPT? Mhm. Mit Dokumentationen nämlich von Workshops, Social Media Posts erstellen und verteilen etc. Da gibt es jetzt drei verschiedene Antworten, wie so oft. Zum Beispiel, wenn ich jetzt rein Social Media sage, dann gibt es ein Hamburger Startup, die da absolut perfekt sind. Das ist die Neuroflash. Die sind, was jetzt Social Media angeht, super. Die liefern genau für LinkedIn das Richtige, für Facebook das Richtige, für Twitter das Richtige und für Instagram das Richtige, weil sie einfach genau auf das gebrieft sind. Das ist perfekt für das Thema. Wenn ich jetzt in meinem Daily Business sage und ich bin in der Microsoft 365 Welt, dann benutze ich Microsoft Copilot. Copilot kostet 30 Euro pro Person. Es ist allerdings eine Jahreslizenz, also man muss gleich 12 Monate im Voraus bezahlen. Aber es ist das Tool, das perfekt in allen meinen Applikationen integriert ist. In meinem Outlook, in meinem PowerPoint, im Excel, überall kann ich einen Copilot befragen und er hilft mir bei meinem Daily Business. Umgekehrt, in der Projektarbeit und immer dann, wenn ich was Komplexes haben will, ist ChatGPT das Mittel der Wahl. Und darum, die Antwort ist, man braucht mehr als ein Tool. Und dadurch, dass man aber die Tools so viel helfen, ist ideal, zuerst einmal vielleicht mit ChatGPT zu starten. Da ist der Start am einfachsten, am billigsten. Sie binden sie für einen Monat, nutzen die Plus-Version um 20 Dollar, lernen erste Erfahrungen damit und nach ein, zwei, drei Monaten überlegen sie, wechseln Copilot oder vielleicht Neuroflash dazu. Mhm. Ich möchte jetzt gleich da drei Fragen in so eine Antwort, glaube ich, können wir reinpacken. Nämlich immer die erste wäre, muss ich den Prompt für jedes Thema, zum Beispiel Social Media, genauso formulieren oder wird ChatGPT trainiert? Unter Anführungszeichen, was genau versteht man unter KI trainieren? Zweite Frage, wie verhindert man Halluzinationen? Noch einmal quergedacht, ChatGPT hätte wahrscheinlich schon gar kein Problem. Ich habe versucht, GPT für eine Adressrecherche zu benutzen, hat leider nicht funktioniert. Liegt das an der kostenlosen Version? Ich glaube, da kann man auch eine schöne gemeinsame Antwort geben. Fangen wir mit der letzten Frage an. Also die kostenlose Version kann meines Wissens im Moment nicht im Internet recherchieren. Somit wird das genau die Antwort sein, warum die kostenlose Version da nichts kann. Und darum, wichtig, probiert diese 20 Dollar aus. Das ist ein ganz simpler, einfacher Invest, den spart ihr euch 100 Mal. Den habt ihr im ersten Tag einer gespart und die nächsten 29 Tage vom Monat ist er gratis. Halluzinationen. Das haben wir ein wenig, und das passt da zur ersten Frage super dazu. Wichtig ist der Kontext, den man bereitstellt. Möglichst viele Informationen. Wann ihr dem Gegenüber, in dem Fall der KI, genug Informationen gibt, dann muss sie euch nichts erfinden, weil ihr habt so den Kontext geliefert. Mhm. Und das ist genauso auch beim Trainieren. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe für mein Ein-Personen-Unternehmen, muss ich laufend immer wieder Posts machen, dann kann ich meine KI mir selbst ein bisschen antrainieren und muss nicht jedes Mal den Prompt da so reinschreiben mit den 7 Regeln, die wir da jetzt haben und jetzt mal meine Dokumente und wie mein Branding ausschaut, im Einzelnen hinzufügen. Da zeigen wir wahrscheinlich im übernächsten Webinar die Möglichkeit mit GPT, sich selbst KIs zu trainieren, damit ich dann für meinen Anwendungsfall Eingangsrechnung erfassen anhabe, der schon perfekt passt. Für meine LinkedIn-Posts habe ich an, da klicke ich einfach drauf, sage, heute scheint die Sonne, machen wir jetzt einen Post zum Thema Dokumentmanagementsysteme sind super und schaut jetzt der Post los, weil er alles andere von euch weiß. Also das haben wir dann mit den GPTs zu Hause. Und das Trainieren heißt einfach nur, es gibt mehrere Stufen vom Trainieren, aber die einfachste Variante ist, so eigene GPTs zu bauen. Die klicken wir uns innerhalb von 3-4 Minuten zusammen und können sie dann sofort nutzen. Ich schaue gerade auf die Uhr. Ein Thema, das hast du vorhin angesprochen. Ich würde das gerne auch wirklich rausnehmen, weil du vorher gesagt hast, Energie sparen. Das ist ja Massen an auch an Energie, wenn wir das alle verwenden.
Dazu die Frage, wie sieht es mit der Sensibilisierung hinsichtlich Energieverbrauch aus? Wird das nicht etwas zu wenig thematisiert, damit es nicht nur zu sinnlosem Spaß verwendet wird, ohne sich bewusst zu sein, wie viel Strom verbraucht wird? Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir es heute noch einmal auch ins Bewusstsein holen. Ganz ein wichtiger Punkt, also gerade der Stromverbrauch ist ein Thema. Das Trinkwasser finde ich noch viel schlimmer, weil es ist ein Dreiviertel Liter Wasser, den man pro Enterdrücken verursacht. Und das ist reinstes Trinkwasser, weil die Rechenzentren gekühlt werden müssen. Umgekehrt ist der Stromverbrauch wieder nicht so tragisch, weil man hat kürzlich einmal ausgerechnet, dass alleine durch die Einsparung, die besseren Algorithmen bei Google Maps und bei Apple Maps diese Routenplanung effizienter machen, hat eine gewisse Menge an CO2, also Tonnen an CO2 eingespart. Also umgekehrt wird so, dass die KI uns dafür sorgen wird, dass wir Energie sparen, auf die einen oder anderen Umweg, unter Anführungszeichen. Es heißt aber trotzdem, dass wir nicht jeden Mist machen sollten. Am Anfang ist es lustig, gewisse Dinge auszuprobieren, aber das sage ich auch in allen meinen Webinaren und Workshops. Es ist wichtig, die Dinge zu benennen. Jedes Enter kostet Geld, aber wenn ich einen Pauschalbetrag habe, ist so, dass unsere Erde endliche Ressourcen hat. Und da ist es einfach wichtig, dass wir sinnvoll damit umgehen. Und da sind wir jetzt noch bei dem letzten Thema. Das möchte ich schon auch noch gern mit reinnehmen, nämlich wie generiert man am effizientesten Bilder? Und zugleich aber auch gibt es auch Chat-GPTs, die für Videos empfehlenswert sind. Das braucht ja wirklich Energie. Ja, wobei es zum Teil, ja, ganz unterschiedlich. Also das kann man gar nicht so jetzt salopp sagen, welche KI jetzt mehr Energie braucht. Für mich ist am interessantesten, dass sogar eine Zeile dieser Geburtstagsgruß jetzt eigentlich 1,5 Liter Wasser verbraucht hat. Also das sagt mir jetzt schon aus, boah, das ist was jetzt Energie braucht hat. Gerhard, also wegen Bildern und Videos, werden wir da in den nächsten Webinaren was hören? Was hören, was sehen. Ich werde Chinesisch sprechen. Wirklich? Nicht wirklich, aber schauen wir mal. Das heißt, gib uns ganz einen kurzen Ausblick noch, damit wir auch noch wissen, was uns erwartet die nächsten dreimal. Also wir werden uns konkret einfach genau um die Dinge kümmern, die Sie als Einpersonenunternehmen immer wieder mal braucht. Wie kann euch die KI im Alltag helfen? Wie kann sie euch im Marketingbereich, in Social Media helfen? Und da gibt es so viele geniale, einfache Tools, die zum Teil kostenlos sind, zum Teil einen kleinen Betrag kosten, aber de facto alles sehr viel weniger kostet als eine externe Beratung oder eine externe Agentur. Und es ist so, wir machen nicht immer ein Branding-Video um 5.000 Euro, das können wir uns auch nicht immer leisten, das machen wir einmal und dann hat man es. Wir brauchen aber total oft verschiedene Videos und dann macht man mit einem eigenen iPhone schnell mal ein kurzes Video von irgendwas. Und wie mache ich aus dem jetzt dann ein cooles Video, das dann auch wirklich noch was gleich schaut? Da hilft uns die KI und da gibt es sehr geniale Sachen, die wir in dem Bereich herzeigen wollen. Wunderbar. Und ansonsten natürlich auch sehr viel Automatisierung, sehr viele Dinge, die euch das Leben erleichtern werden. Vielen Dank. Resümee für heute. Noch drei Punkte, die wir uns mitnehmen sollen, bevor wir uns dann verabschieden müssen schon wieder. Genau. Punkt 1. Legt euch bitte eine Plus-Version zu, wer noch keine hat, oder riskiert auch eine Team-Version. Speziell, wenn ihr sehr viel mit personenbezogenen Daten arbeitet, investiert diese 25 Dollar pro User. Man muss mindestens 2 User nehmen, weil Teams sind natürlich 2 User. Damit seid ihr besser gerüstet, als wenn ihr mit der kostenlosen Version ein bisschen experimentiert. Ihr habt auch nicht so viel Freude dran, wenn alle paar Mal Enter gleich wieder die Meldung kommt, es geht jetzt nicht mehr. Also das unbedingt. Das zweite ist ausprobieren und auch nicht gleich verzagen, wann was einmal nicht so perfekt funktioniert. Wunderbar, vielen Dank für diese wirklich tolle Einführung. Ich würde sagen, eine Woche haben wir Zeit, mal ein bisschen was auszuprobieren und zu schauen. Dankeschön, Gerhard Stockinger, dass du heute da warst. Ja, auch vielen Dank für die vielen, vielen Fragen. Wir hoffen, dass wir ein bisschen mehr Klarheit reinbringen konnten in dieses Thema KI, ChatGPT, vielleicht auch die Angst nehmen konnten. Und wir freuen uns jetzt schon auf nächste Woche, Dienstag, 15 Uhr. Dankeschön, Gerhard, und wir sehen uns wieder. Viel Spaß. Vielen Dank. Tschüss.